Au! Hoppla! Ja, Sie könnten sich auch entschuldigen, wenn Sie mich auf den Fuß trampelt. Ja, ja, habe ja gesagt, hoppla. Außerdem kann ich nichts dafür. Also, es ist da so ein Trockener. Ja, da haben Sie recht. Es hat schon ein paar viele Leute da heute. Ja, das nimmt mich schon die ganze Zeit wunder, warum das da so ein Trockener ist. Ist nämlich so schon an dieser Straße nie so ein Trockener. Ja, ich habe es ja gesagt, weil viele Leute beieinander sind, darum ist er Trockener. Ach so? Ja, und Sie meinen, wenn wenig Leute beieinander sind, dann gibt es keine Trockener? Nein, wenn wenig Leute beieinander sind, dann gibt es keine Trockener. Es gibt nur diese Trockener, wenn viele Leute beieinander sind. Ja, Sie, aber ich war letztens an einem Ort, da sind wenig Leute beieinander und ist halt eben gleich ein Trockener. So, ja, wo denn? In einem Nachtdancing. Aha, ja, 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 das ist natürlich etwas ganz anderes. Aber sonst, normalerweise gibt es nur diese Trockener, wenn viele Leute beieinander sind. Ja, sie, aber letztens bin ich auch auf dem Flugplatz gesehen. Und da sind sehr viele Leute beieinander. Und ich war gleich kein Trockener. Ja, aber auf dem Flugplatz zu kloten, da hat es auch mehr Platz. Ja, ja, aber sie haben gesagt, wenn viele Leute beieinander sind, dann gäbe es einen Trockener. Ja, schön, schön, dann habe ich mich halt geirrt. Nein, sie haben sich nicht geirrt. Das stimmt, wenn viele Leute beieinander sind, dann gibt es einen Trockener. Sie hören sich, können wir über etwas anderes reden? Sie haben ja angefangen. Sie haben gesagt, wenn viele Leute beieinander sind, dann gäbe es einen Trockener. Jetzt hören Sie mal, jetzt lassen Sie mich in Frieden und warten Sie, bis der Fackel zukommt. Ja, Sie müssen sich jetzt nicht aufregen. Nicht? Sie müssen mir auch keine falsche Auskunft geben. Ich meine, Sie haben gesagt, wenn viele Leute beieinander sind, dann gäbe es einen Trockener. Au! Hoppla. Sie? Sie, excuse, könnte man echt da einen kleinen Hund mitnehmen? Ja, wieso sollen wir jetzt da keinen kleinen Hund mitnehmen? Ja, mitnehmen schon, aber ich habe noch Angst, der würde da vertrampelt. Aha, ja, ja, da haben Sie natürlich recht. Dann nimmt man vielleicht besser doch keinen kleinen Hund mit. Ja, ja. Ja, einen grossen könnte man schon eher mitnehmen, aber es ist halt ein kleiner. So ein kleiner Hund. Sie, was redet Sie eigentlich dauernd von dem Hund? Der ist ja gar nicht da. Ja, leider. Ja, ja. Ja, ja, der kommt so wenig an die frische Luft. Ja, dann hätten Sie ihn halt doch mitnehmen sollen. Oh. Also, Sie sind jetzt noch ein roher Mensch. Jetzt haben Sie doch gerade vorhin gesagt, ein kleiner Hund könnte hier vertrampelt werden. Schön, dann lassen Sie ihn halt daheim. Ja, ich muss ja auch. Ich kann ja nicht einmal in die Wohnung rein. Was? Sie können nicht einmal in Ihre eigene Wohnung rein? Ja, nicht die eigene Wohnung. Ist drum der Hund von der Nachbarin. Also. So ein kleiner Hund. Herr Ernstli heisst er. Ein grosses Tier ist das. Ja, Moment mal, jetzt haben Sie doch gesagt, es hätte so einen kleinen Hund. Ja, nein, ich meine, für den, der da den Fackelumzug bringt. Aha, ja, ja, da haben Sie recht. Ja, das ist ein grosses Tier. Ja, der hätte jetzt auch noch Glück gehabt, dass er kein kleiner Hund ist. so schwöre ich jetzt hier vertrampelt. Nein, das ist kein kleiner Hund, sondern ein grosser, ich weiss es. Und die werden nicht vertrampelt, denen bringt man Fackelzüge. So, jetzt lassen Sie mich in Frieden. Ich will nichts anderes als meinen Frieden. Ja, da können Sie dem grossen Tier sagen, nicht mehr. Ich bin bloß ein kleiner Hund.
auch. Ja, dann komme ich dann bald selber nicht mehr raus. Ja, das Gefühl habe ich auch, ja. Ja, und darum möchte ich Sie jetzt noch um einen Auskunft bitten. Schön, fragen Sie. Aber es ist das letzte Mal, dass ich Ihnen eine Antwort gebe. He? Ja, wen kommt eigentlich da der Fackelumzug? Ja, denk, wenn es finster ist. Und jetzt ist noch nicht finster. Nein, Sie sehen ja, dass es noch nicht finster ist. Ja, aber wie sieht man denn, dass es finster ist? Wenn es finster ist, sieht man ja nichts. Wenn Sie sehen, dass Sie nichts mehr sehen, dann ist es finster. Und dann kommt auch der Fackelumzug. Ja, und jetzt warten Sie, bis es finster ist. Ja, aber wenn es mal zufälligerweise mal nicht finster wird. Ja, aber finster muss doch auf alle Fälle werden. Und dann kommt auch der Fackelumzug. Ja. Ja, das ist schade. Wieso schade? Weil man ihn dann gar nicht sieht. Ja, aber ein Fackelzug... Sie haben ja selber gesagt, wenn es finster ist, dann sehe ich mir nichts. Ja, aber ein Fackelzug schon. Wieso? Ja, weil er angezündet ist. Ja, wieso ist ein Fackelzug angezündet? Ja, damit man ihn sieht, wenn es finster ist. Ja, und wenn es hell ist, sieht man ihn nicht. Ja, mal, dann sieht man ihn natürlich auch. Ja, dann könnte er ja jetzt kommen. Jetzt ist es ja hell. Passen Sie jetzt einmal auf. Ein Fackelzug wird angezündet. Ja, aber jetzt, wo es hell ist, müssen wir ihn ja gar nicht anzünden. Ja, aber wenn man ihn nicht anzündet, dann ist es kein Fackelzug. Und ein Fackelzug kommt dann, wenn es finster ist. Und wenn es finster ist, dann sieht man nichts. Ja, auch nicht ein Fackelzug. Mal ein Fackelzug schon. Auch wenn er nicht anzündet ist. Jetzt lassen Sie mich in Frieden und warten, bis es finster ist. Ja, ich kann den Club bis morgen Morgen warten, bis es da so viel gewiss finster wird. Ja, Sie müssen ja nicht bis morgen Morgen warten. Morgen Morgen ist es hell und dann sehen Sie nichts. Oh, Sie haben da noch einen schönen Salat im Kopf. Zuerst sagen Sie, wenn es hell ist, sieht man nicht. Dann sagen Sie, wenn es finster ist, sieht man nicht. Dann sagen Sie, wenn es verfackelt, so kommt erst, wenn er atmet. Jetzt ist ihm verleidet. Also, so. Also, ich muss sagen, so Löhle können einem dann schon den letzten Nerv ausreißen.